Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Ja, in der letzten Folge haben wir den Pyroraptor-Genom angefangen zu erforschen. Oh, da rennen sie wieder ein bisschen. Da ist die Gruppe. Und das ist auch eigentlich unser aktuell einziges Ziel. Deswegen müssen wir warten, bis die vier Fossilien hier vorstellen, weil dann sollten wir das eigentlich geschafft haben. Und dann müssen wir nur noch die Tierchen uns freiholen. Ich glaube, wir bauen aber gleich mal hier ein Gehege für die. Dafür werde ich hier mal den Wald entfernen. Damit wir hier das Gehege dahin setzen können. Wir setzen das Ganze ein bisschen frei, so. Dreh das Wasser ein bisschen zurück. Gehege, da ist die Grenze. Ich werde es ein bisschen weiter rausziehen jetzt. So. Dann brauchen wir natürlich wieder unsere Türen. Die ich jetzt hier an jedes Gehege dran setzen anfange. Und hier baue ich hier eins hin. So. Wow, was geht mit dem ab? Warum retten wir? Wie schnell war der unterwegs? Wie nur 700. What? Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Bedeutet, ich muss jetzt nochmal nach Pyroraptor suchen, oder was? Pyroraptor gibt's doch gar nicht. Ceratops, Chisanoraurus Rex, Velociraptor, Stegosaurus, Allosaurus. Nee. Das sind alle. What the fuck? 13% fehlen eiskalt. Das Gehege wäre schon mal fertig. Das ist schon mal vorteilhaft. Ich muss nachher mal den Lüfter entscheiden. Heute ist unten im Raum relativ kühl. Du glaubst nicht, hier laufen Leute rum. Stufe hoch 27 von 180. Ja, das ist schon mal gut. 180 von 180. Das Ding alleine zieht sau viel. Hyperloop bearbeiten, Forschung ansehen. Jetzt hat endlich. Oh Gott. So, jetzt synthetisieren Sie folgende Saure, brüten Sie drei aus und lassen Sie sie frei. Mit ein wenig Forschung sollten wir eine Gruppe Pyroraptoren bereit machen können. Also, dann soll sich das Team darum kümmern. Das ist nicht leicht, aber notwendig. Können Sie sich vorstellen, was dieser Anlage ohne unsere Anwesenheit schon passiert wäre? Lieber nicht. Genau. Also, bleiben wir bei der Sache. Biosyn braucht uns. Und die Saurier brauchen uns erst recht. Die Pyroraptoren brauchen ein Gehege. Wir sollten versuchen, es so passend wie möglich zu gestalten. Diese Tiere sollten besser nicht gereizt werden. Dafür müsste ich erstmal wissen, was sie brauchen. Wenigstens haben wir jetzt einen Pyroraptor. Der Feuer spucken. So, wir haben lebensfähige Eier 2 und 4. Eier auswählen. Aggressiv, intolerant, wenn Alpha im gesamten... Großer Hunger. Bedeutet dich hier. Ernsthaft? So, warte mal. Hier sind 4 drin. Ich brauche 3.
Also hier ist nur eins dabei. Obwohl, intolerant. Das ist mir wurscht. Großer Hunger, aggressiv. Na, wir warten und dann schauen wir, ob, wenn wir das eine Ei nehmen, dann könnten wir das hinkriegen. Ach je, ach je, ach je. Dann setzen wir nicht die hier aus. Hm, ich könnte hier noch einen Turm reinbauen. Ein Fioresch. Hier hinten in die Ecke. So, Eier auswählen. Großer Hunger ist mir tendenziell wurscht. Aber ne, weißt du, wir nehmen von euch drei hier. Zack. Gut. PR-Lift freilassen. Lass dein Seil ab. Transportiere Produkt. Infizierte Nahrungsquelle. Produkt wurde transportiert. Aufgabe hinzufügen. Die infizierte Nahrungsquelle bitte desinfizieren. Zustellung wurde abgeschlossen. Und dann um den da kümmern. Wir müssen herausfinden, was wir brauchen für die. Freiraum ist groß, Wald, Beute und Wasser. Die Beute, das können wir ganz schnell erledigen. Da kriegen sie zwei im Gelände. Einmal hier dann. Wald. Wald ist sogar noch zu wenig für sie, okay? PR-Lift freigeben. Produkt wird eingesammelt. Der Wald ist angeblich immer noch zu wenig. Hätte es nicht oder doch, das tut den Wald komplett boosten. Wo ist denn der Pyroraptor schon wieder hin? Ich brauche etwas Hilfe. Einige meiner Mitarbeiter sind Sauriern von Isla Nublar habhaft geworden. Und ich denke, es ist der richtige Augenblick, sie hierher zu bringen. Jetzt. Wir bringen sie doch unter, oder? Ich will diese Gelegenheit nicht verpassen. Ein Kylosaurus, vielleicht kann ich hier rein tun. Apatosaurus. Kann ich mir die anschauen? Stygimolch. Apatosaurus und Ankylosaurus. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja nie wirklich gespielt. Ich höre gleich den Hund gerade schlafen. Ankylosaurus, ja, den kann ich sicher damit reinlassen, oder? Wir bauen trotzdem mal weitere Gehege, würde ich sagen. Tun mal den Wald hier hinten rausreißen.
markiert. So. Dann bauen wir hier den Gehegezaun weiter. Und dann unterteilen wir das Gehege fürs Erste, bis wir mehr wissen. In drei Sektoren. Besser, wir haben die Gehege wie nicht. Wie gesagt, zum Durchfahren gibt es überall jetzt Straßen. Wir müssen dann eh hier in der Mitte noch eine Base bauen. Das so oder so. Die Pyroraptoren scheinen aber gut drauf zu sein. Ja, da ist einer. Da sehen wir eins dieser Spezies. Da sehen wir noch eine dieser Spezies. Es ist viel zu dunkel. Schickes Tier. Es muss bloß das Gehege fertig gebaut werden. Kommt schon. Stück für Stück wird alles fertig gebaut. Ankylosaurus. Saurier transportieren. Ich glaube, die können wir gleich in das Gehege mit reinjagen. Vier Stück? Transport im Gange. Produkt in der Luft. Vier Stück wieder. Koordinationsproblem. Mag ich nicht. Stegosaurus. Okay, warte. Dann brauche ich schnell meinen Ranger-Helikopter-Freund. Aufgabe hinzufügen. Kein Aufgabenplatz mehr, wollen wir verarschen. So, mit was kannst du wieder nicht kohabitieren? Dann machen wir das Gebiet gleich auf. Weißt du was? Wir reißen das alles ein. Ich glaube, wir können die miteinander leben lassen. Ich tue jetzt auch nur betäuben. Aufgabe hinzufügen. Das wird jetzt zwei betäubt. Der eine liegt hier, der andere liegt irgendwo anders. Da ist noch ein Ankylo. Ich probiere das jetzt. Ich setze die alle in ein Gehege. Da ist noch ein Ankylo. Transport, Mehrfachauswahl. Transport abgeschlossen. Muss man festlegen. Das hatte ich befürchtet. Eine Krankheit verbreitet sich unter den Tieren. Sowas passiert, wenn man die Grenzen überstrapaziert. Forschen wir an einem Heilmittel und das am besten ab gestern. Tun Sie, was notwendig ist, und zwar schnell. Wenn wir nicht vorsichtig sind, haben wir hier bald ein massives Desaster. Oh.
Nein, warte, wo ist das? Tuberkulose? Ernsthaft? Forschen. Krankheiten. Ah, nee, hier ist Forschen. Tuberkulose habe ich ja schon erforscht. Produkttransport im Gange. Produkt wurde transportiert. Produkt zugestellt. Gott, damit die ganze Gruppe da hinten ist krank. War da schnell nach hinten. Zum Glück haben wir die isoliert gehabt. Früchtboden. Schau mal, wir machen jetzt hier. Früchte. Boden. Jetzt wieder ein Durchbruch hier hin. Und dann machen wir noch hier so eine Waldverbindung. Hierhin. Zu wenig Blätterboden. Vielleicht ist die Übergangszone hier noch so. Wir machen hier so ein Kombi-Ding. Fehlendes Wasser. Direkt starten. Auslöschen der Krankheit. Tuberkulose hat man auf Schiffen, nicht bei Tieren. Gut. Super. Jetzt kommen wir der Sache näher. Das ist das Biosyn meiner Träume. Ich freue mich, mitzuteilen, dass unsere Biodiversität solide ist. Die Anlage kann verschiedenste Tiere beherbergen. Das heißt, all unsere, also Biosyn-Saurier, sind im Spiel. Es könnte nicht besser laufen, aber... Das bringt mich auf einen Gedanken. Der da wäre? Schulden wir es der Welt etwa nicht, noch mehr zu bieten? Jede neue Spezies bedeutet neue Möglichkeiten für Biosyn. Medizin, Material, Mathematik. Wir kratzen gerade erst an der Oberfläche. Oh, jetzt wird er gierig. Aber ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich will der Welt unser ganzes Potenzial zeigen. Und zwar sofort. Nur so können wir Ingen vernichtend schlagen. Ich will diese Firma aus der Erinnerung tilgen. Jetzt will ich mehr Spezies. Und zwar so schnell wie möglich. Und ich will keine Ausflüchte hören, wieso das nicht geht. Erledigen Sie das einfach. Bei allem Respekt, das alles birgt ein Risiko.
Je mehr Spezies wir zurückbringen, desto komplexer wird es, die Biosphäre zu verwalten. Das geht nicht endlos so weiter. Wenn Sie glauben, Sie haben die Grenzen ausgereizt, erweitern Sie die Grenzen. Dieser Geist kommt nicht zurück in die Flasche. Ah, was will er jetzt? Ein Dreadnoughts, ein Ticeratops, ein Gigantosaurus? Ja, sicher! Einen Gigantosaurus. Lass mich raten, den muss ich hier... Nee, warte. Das ist ein Belohnung Gigantosaurus. Ich muss also die vier erforschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge kümmern wir uns um diese Aufgaben. Das heißt wieder viel, viel forschen. Und Gehege bauen. Aber wir werden auf jeden Fall hier mal eine Straße lang ziehen. Das Gehege noch ein bisschen erweitern. Und hier hinten noch eine weitere Station einbauen, die dann für bestimmte Punkte wieder zuständig sein wird. Und dann werden wir die Gigantos und das alles hier rüber setzen. Den Dreadnought werde ich gleich sogar hier reinsetzen. Das war ja... Das war der hier, glaube ich, ne? Der hier. Dreadnought. Forschungszugang wird. Und das sind dann hier eher so bösere Viecher. Die kommen in eigene Gehege. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.